gehe in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land, zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu dem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage den Angestellten, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst der Halter der Vergangenheit nennt. Während du die letzte Silbe sprichst, sollten sich seine Augen ganz weit öffnen, als würde er versuchen, durch deine Haut direkt in deine Seele zu blicken. Stell keine Fragen, weil er nicht mit dir sprechen wird. Tust du es doch, wirst du dir wünschen, du hättest es nie getan. Er wird dich zu einem langen Gang führen und er wird lange mit dir gehen, was dir wie Stunden vorkommen wird. Blicke die ganze Zeit geradeaus. Solltest du auf den Boden, an die Wand oder an die Decke schauen, wirst du in eine Sackgasse laufen und der Arbeiter wird dich mit einem höllischen Blutdurst jagen und ausweiden. Nach genau 350 Schritten wird der Arbeiter stehen bleiben, sich umdrehen und eine Uhr aus der Tasche ziehen. Er wird die Zeit exakt eine Stunde zurückstellen und du hast eine Stunde, um die Aufgabe zu beenden. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, was geschieht, wenn du es nicht schaffst. Die Lichter werden für genau 3 Sekunden ausgehen. Wenn sie wieder angehen, wirst du in einem Raum ohne Türen sein, in dem es nur ein rot gefärbtes Dachfenster in Form eines Pentagrammes gibt. Dieses wirft einen blutroten Stern in die Mitte des Raumes, in welchem ein zersplitterter Tisch mit 2 Stühlen stehen wird. Setz dich auf den Stuhl, der dir näher steht. Blicke nach oben, dann wieder nach unten. Am Ende des Tisches wird ein Mann mit langem, dreckigem, schwarzen Haar sitzen. Er wird nur auf eine Frage antworten. Wo stand er einst? Der Mann wird von einem Ort sprechen, der auf keiner Karte zu finden ist. Aber er wird einen Raum mit schmerzlich grotesken Details beschreiben. Pass sehr gut auf. Er wird genau aufzählen, wie viele und wo genau Speere an der Wand hängen. Du hast den Rest der Stunde Zeit, den Raum zu finden und dich auf seinen Thron zu setzen. Versagst du, schätze ich, dass du aufgespießt wirst. Sein Thron ist Objekt Nummer 15 von 538. Wenn sie zusammengebracht werden, könnte er zurückkehren.